So, meine lieben Brüder und Schwestern, seid herzlich willkommen zu Tomb Raider Angel of Darkness, Vers 20. Und wir sind jetzt immer noch in der Halle der vier Jahreszeiten, haben aber jetzt die vier Dinger, die wir jetzt da einsetzen. Und dann öffnen sich da vier Dinger. Gut, machen wir das mal. Hier wird es jetzt eine Zeit lang dauern. Das kann ich dir flüstern. Da öffnen sich vier Riegel. Was auch immer. So. Jetzt hat sich irgendwo irgendwie irgendwas geöffnet. Verspeicherung. Und was denn? Bitteschön. Und zwar im Keller. Wenn du hier schon mal... du musst jetzt einen falschen Hebel ziehen. In irgendeiner von den Gängen. Dazu müssen wir erstmal wieder... Und ich habe mit der Wassertür angefangen. Also, du musst in den Keller. Wir gehen jetzt mal zur Wassertür. Ist das die? Ist eigentlich wurscht. Ja, genau. Und ziehen jetzt einen falschen Hebel. Also den dürfen wir nicht ziehen, sondern einen falschen, den oder den. Also du musst in den Keller. Du musst jetzt hier einen falschen Hebel ziehen, oder? Warte. So, jetzt fallen wir runter. Ding. Siehst du? Jetzt kommen wir in den berühmten Keller. Da gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar, weil da unten ist diese sagenumwobene Maschine. Und da muss man jetzt aufpassen hier. Wo müssen wir denn jetzt? Links oder rechts? Das ist hier so ein Rundgang. Jetzt warte. Verspeicherung. Ich lese das jetzt mal meine Lösung auf meiner Homepage auf laraweb.de ab. Wassertür. Geh nach links weiter und in den nächsten Eingang in der linken Wand. Hier gibt es eine Art Lift. Gehen wir mal links weiter. Was ich Messer? Und da ist jetzt der Lift, oder? Falls du vorher schon mal abgestürzt bist, hättest du mit dem Lift wieder rauffahren müssen. Und da sind aber, das machen wir jetzt, weil da sind noch Wertsachen, oder? Warte. Da sind Wertsachen schon her. Die nehmen wir aber mit hier, komm. Die Gesundheits, den Gesundheitskäse, den kannst immer gut brauchen. Also am Schluss, den kannst immer gut sammeln. Jetzt gehen wir ganz rauf und wieder runter. Das war jetzt nur hier, um die Wertsachen nochmal zu holen, oder? So, jetzt sind wir wieder draußen, oder? Genau. Wie gesagt, das war jetzt nur, um die Wertsachen zu holen. Huch, wo sind wir denn jetzt? Ah ja, Hintertürchen. So, jetzt gehen wir wieder in den Wassereingang. Auf dem falschen Ding. Da zum Bleistift können wir auch mal da runter gehen. Ist eigentlich wurscht jetzt, oder? Also gehen wir mal da runter. Falscher Hebel. Peng. Siehste. Jetzt müsste es da wieder runter gehen. Genau. Jetzt sind wir wieder runter. Das haben wir, wie gesagt, jetzt nur mal schnell, um die Wertsachen noch zu holen. So. Jetzt sind wir wieder da. Genau. So. Verspeicherung. Wie gesagt, da ist der Lift. Verspeicherung. Jetzt lesen wir mal, was wir jetzt machen müssen. Lift. Warte. Lasse dich bei der Wassertür wieder in den Keller hinunter und gehe wieder nach links. Wenn du am Lift vorbei bist, musst du unter der nächsten Falle hindurch kriechen. Oder an der Kante vorbeihangeln. Warte. Da kommt jetzt so eine Kriechen. Warte. Enter. So, geht das? Ha, das geht.
Tatsächlich. Wahnsinn. So, und dann rüberspringen, oder? Ah, die Farben. Ich krieg Flöhe. Hoppla. So. Dann verspeichern. Dahinter gehst du links in den Eingang, um Munition zu sammeln. Da, das wäre jetzt eine andere Tür, wo man runtergekommen kommen kann. Aus Versehen oder sonst wie. So, dann geht's weiter. Was müssen wir hier machen? Speichern. Da müssen wir jetzt. Warte. Springen jetzt, oder? Kann man da gehen oder springen? Warte, jetzt kommt da eine Falle. Oh, warte. Aha, da kann man jetzt einfach hoppla so rumgehen, oder? Vorsichtig. Warte. Die Farben sind so schön. Das. Schau dir die Farben an. Wahnsinn. Huh. Au, 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 au. Nee. Oh nee. Jetzt kann man da wieder Zeug sammeln, oder? Kann man da was sammeln? Ja. Gut, ist bei mir jetzt wurscht, weil ich habe schon ziemlich viel Munition. Gut. Das ist so schön, das Spiel. Ich spiele es immer wieder, wenn die Steuerung ein bisschen besser wäre. Speichern. Jetzt müssen wir da rüber springen, oder? Hoppla. So, und jetzt die Tür führt zur Maschine. Siehst du, das war die Tür, die aufgegangen ist. Siehst du? Da speichern wir mal. Du kannst aber vorher noch links, da ist ein Schildchen. Kann man das lesen? Man kann aber da noch Munition holen, glaube ich, oder? Warte. Genau. Achtung, da ist so ein Ding. Rüberspringen und schnell in den links in den Eingang laufen, oder? Da ist ein Medipack. Das kann man gut brauchen. Das kannst du mal glauben. Huch, jetzt bin ich aber erschrocken hier. Jetzt müssen wir zur Maschine, oder? Treppe hinunter. Gut, jetzt gehen wir zur Maschine. So. Und gehen mal runter. Das ist so eine schöne Grafik. Also ich finde das so schön. Entschuldigung, wenn ich das dauernd sagen muss, aber jetzt ziehen wir an dem Hebel, oder? Und gehen weiter. Oh, jetzt aber. Hallo. Die berühmte. Au, au, Maschine. Speichern. So, Freunde, was müssen wir da machen? Die Maschine, geh links weiter und öffne das Windrad. Wind, das ist Wind. Geh links weiter und öffne das Windrad. Okay. Wahnsinnsding hier. Warte, was haben wir denn für eine Waffe? Oh, warte. Da kommt da nicht noch ein Skelett. Warte. Dann nehmen wir wieder die V-Packer. Das ist die Shotgun. Auswählen. Haben wir die jetzt?
Genau. Und jetzt speichern. Und da kommt nämlich, glaube ich, noch ein Skelett irgendwo, ne? Speichern. Dann springst du mit Anlauf am besten von da aus, wo du die Treppe hinuntergekommen bist, zu dem Turm in der Mitte. Zu dem Turm in der Mitte. Oh, oh, oh. Komme ich da jetzt so rüber? Meine Lara springt jetzt weiter. Komischerweise. Also wegen dem Flight Sheet. Und das ist aber dann, kann aber zum Problem werden. Geh dort weiter, bis du eine Kette findest, an der du nach außen hangeln kannst. Geh dort weiter, bis du eine Kette findest, an der du nach außen hangeln kannst. Kette. Ah! Hallo. Boah, die Lara. Oh, warte, jetzt müssen wir da richtig loslassen, warte. Aha. Und jetzt, Freunde, eine Leiter und oben das Wasserrad. Lieber mal speichern. Das kann hier noch ein bisschen dauern. Aber die schönen Texturen auch. Das ist jetzt das Wasserrad. Wo sieht man das? Weiß man das? Mhm. Ja, das hört man. Und man sieht es auch da, oder? Wasser, genau. Uiuiui. Verspeicherung. Dann geht es auf demselben Weg wieder zurück auf den Turm. Da unten ist Lava. Wo ist jetzt die Dreckskette? Ah, da, oder? Ich gehe mal lieber vorsichtig. Ah, nee. Oh, warte. Turm. Entschuldigung. Ja, ich rede sonst nicht so viel, deswegen bin ich jetzt immer so heiser. Speichern. Hm. Hänge dich nun an die Kante, lasse los und greife schnell die nächste Kante. Also jetzt müssen wir uns an die Kante. Innen oder außen? Außen, oder? Warte. Warte, jetzt speichern. Aha, genau. Und hier ist auch eine Kette, da drüben, oder? Auch hier findest du eine Kette, an der du nach außen hangeln kannst. Wahnsinn. Kann ja nicht so. Ja, geh weiter, Freundin. Und da müssen wir jetzt die Leiter rauf, oder wie? Lass ich da Leitern auf. Ganz oben machst du einen Rückwärtssalto, um sicher zu landen. Wahnsinn. Ha? Schau her, wie ich das kann. Verspeicherung. Die nächste Leiter führt dich zum Erderad. Gut. Führt dich zum Erderad. Machen wir das mal. Genau. Komm.
Kann ja nicht so schwer sein. Erderaut, anschließend geht es auf demselben Weg wieder zum Turm. Turm. Au, warte. Ja, wurscht jetzt, komm. Turm. Warte. Da jetzt. Zum Turm. Muss ich an die Leiter springen, oder? Ein Rad brauchen wir noch, glaube ich, oder? Man muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht wieder raufklettert, unsere Scherze. Zum Turm jetzt wieder, oder? Da unten ist ein Kollege. Ein Rad brauchen wir noch, glaube ich, oder? Geht es zum Turm. Und da, ja, hier gibt es das Feuerrad. Hier gibt es das Feuerrad. Ah, oder? Nee. Huch. Feuerrad. Ah, jetzt ist das Gitter weg. Da war vorher noch ein Gitter. Wenn man es nicht in der richtigen Reihenfolge macht, ist da noch ein Gitter, oder? Das da. So, ja, jetzt geht das Ding, oder? Jetzt funktioniert die Maschine, oder? Speichern. Au! Au! Scheiße! Ja! Komm! Spiel laden! Jetzt muss ich da schnell weggehen. Ah, nee. Warte. Hier sind wir sicher, oder? Warte. Komm jetzt hier, hallo. Du bist jetzt ganz schön in der Zwickmühle, denn zu der Leiter auf der anderen Seite kommst du nicht mehr. Da hilft kein Springen, Kriechen oder Hangeln. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als von dem Feuerrad aus hinunter zu der Holzplattform mit der Leiter zu springen. Also hinunter lassen zum Boden und außen an der Leiter. Hinunter lassen zum Boden. Geht das? Nee. Springen. Muss ich da springen? Gott. Oh nee. Och, komm. Wenn ich jetzt springe. Hinunterlassen zum Boden. Das geht aber. Geht das? Ah, da ist er böse. Scheiße. Und jetzt müssen wir. Leiter. Leiter, oder? Da ist. Zeug überall. Jetzt müssen wir aber rauskommen, oder? Da die Leitern drauf, oder? Nee. Geht das jetzt darum oder darum? Warte. Wo sind wir denn? Ich kenne mich nicht mehr aus. Jetzt müssen wir einfach wieder raus, oder? Freunde. Altes Ding läuft. Genau, da geht's raus, oder? Und jetzt müssen wir aber nochmal einen Hebel ziehen, oder? Und jetzt sind wir fertig, oder? Stimmt das? Jetzt gehen wir, jetzt müssen wir wieder zum Lift. Links war der, oder? Links. Wie die hoppelt hier, das ist Wahnsinn. Warte, links zum Lift, oder? Oh, ist das schön rot hier. Oh, nee. Wahnsinn.
keinen Sinn. Ich bleib hier. Lift, wo ist denn der Lift? Nee, da nicht. Lift. Lift, 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 Lift. Au! Oh nee! Ach komm! Ach komm! Ja. Wollte gerade noch sagen, vorsichtig gehen. So, jetzt aber. Da ist jetzt ein. Lift? Nee. Warte. Wo ist denn der Dreckslift? Ah nee, da müssen wir wieder darüber, oder? Da ist der Lift, warte. Nee, da so. Lift. Müsste da sein jetzt, oder? Nee. Wir sind immer noch nicht. Da jetzt müssen wir. Oh weh. Ach komm, nee. Ach, jetzt mag ich nicht mehr. Gut, wir können an der Kante angeln. Normal, oder? Wieso ist denn hinzu? Ist es ja gegangen. Mensch, da braucht die 3 Jahre. Weia. Ach komm. Oh nee. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Tot. Jetzt aber. Nee. Jetzt aber rauf. Gut, man hätte die Wertsachen jetzt auch noch holen können. 2x7, oder? Nochmal. Oder? Oh, jetzt kommt Phase 2,5. So, und jetzt müssen wir... Jetzt wird's spannend, Freunde. Wir müssen jetzt darauf. Da, schau her. Oh nee, warte. Auf das Ding springen da. Und jetzt weiter. Ah nee. Auf das Ding springen. Das hat doch schon geklappt. Ach komm. Nicht mehr. Nicht mehr. So, speiern. Jetzt müssen wir im richtigen Moment einfach weiter raufspringen, oder? Ach komm. Ja, da kannst du jetzt hier. Ach komm, leck mich doch. Entschuldige. Ah. Oder? Wir müssen einfach weiter. Weiter rauf. Oh. Ach nee. Weiter rauf. Ach komm. Ich mag nicht mehr. Hallo, das ist richtig jetzt, oder? Das auch, oder?
Und jetzt müssen wir da rauf, oder? Oh, oh, warte. Ah, halt dich fest, Freundin. Oh, oh. Oh. Sperren. Und den geraden Weg da müssen wir gehen, oder? Warte. Oh, schon, naja. Hier führen vier Seitenstiege zur Außenwand und du kannst aber nur auf dem eingehen, der flach ist. Springe dann über das Geländer. Laufe. Da sind aber Skelette noch, oder? Die Treppe hinauf. Na, das machen wir doch. Au! Ja, das ist mit Problemen. Ah, die Treppe. Hä? Wie soll ich denn zur Treppe kommen? Freunde. Hä? Treppe. Treppe. Ah, komm. Nebenbei kommt der andere wieder, oder? Nee. Komm, Freundin. Da kommen jetzt alle hier, oder wie? Treppe hinauf, das kann man. Wie komme ich denn da hin? Da, ja. Es kommt gleich wieder einer. Treppe hinauf. Da hoppelt die immer so lustig. Treppe hinauf. Oh, oh, da steht schon wieder einer, oder? And now. Speichern. Wie lange haben wir? 3 Minuten noch. Oben kommst du in eine weitere Halle. Laufe auch hier weiter bis zum Ende. Oh, oh. Warte, da kommen wir erst später rein, oder? Da kommen wir erst später. Laufe auch hier weiter bis... Oh, da ist ein Böser. Ach, komm. Laufe auch hier weiter bis zum Ende. Und da müssen wir an der Wand draufklettern, oder? Da sind lauter Böse. Und dann an der Wand raufklettern. Ah, da ist der Hebel. Jetzt warte. Speichern. Sollen wir da noch raufklettern? Oh wei, zum Hebel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das geht jetzt noch, aber da kommt noch eine Wahnsinnsstelle. Sollen wir es jetzt noch bis zum Bruder Obscura machen? Da kommt der dämliche. Das ist die. Die absolute affenartige Stelle, jetzt warte. Der, da geht die Tür jetzt auf, oder? Ah, ja, Freunde. Hm. Hebel, ziehen, die eine Tür öffnet. Begib dich nun wieder zurück zur Treppe. Dort ist diese Tür dahinter. Also, jetzt müssen wir... Müssen wir wieder runter, da. Kann man da jetzt nicht springen? Nee. Oh wei, oh wei. Gespeichert habe ich, gell, Freunde. Ja, wenn die Grafik nicht so schön... Geh halt. Die Grafik ist so schön. Das entschädigt dann wieder für die miserable Steuerung. Finde ich jetzt, also... So, speichern. Jetzt müssen wir zu dem Ding da. Man könnte, wie gesagt, die Skelette jetzt auch runterschießen da, aber naja, das kann man sich jetzt hier sparen. Jetzt gehen wir da rein, oder? Aha. Au, jetzt warte. Aha.
Genau, deswegen ist da Schrotmunition, damit man. Das machen wir jetzt noch. Machen wir noch schnell, oder? Warte. Da kann man die Wand rein, beziehungsweise muss man die Wand rein. Warte. Dahinter nimmst du, schiebst dann den rechten Mauerblock zweimal hinein. Zweimal schieben, warte. Komm. Zweimal. Also einmal. Na komm. Einmal. Ich bin stärker. Nochmal. Nochmal. Ah, haben wir schon zweimal. Power-up, genau. Ah, ein Medipack. So. Das kann man brauchen. Entschnau. Jetzt geht es wieder zurück. Geht es wieder zurück zu dem Hebel von vorhin. Oh, wei, wei, wei. Ach, da kommt der. Jetzt geht es wieder zurück zu dem Hebel von vorher. Stimmt das? Ja, was soll es denn anders sein? Geht mir nicht anders. Oder? Zurück zu dem Hebel. Ach so, jetzt da kann man. Oder? Warte. Warte, Hebel. Naja, wird schon stimmen. Hebel von vorher. Das machen wir jetzt so schnell. Weil dann kommt sowieso noch der Bruder Obscura. Das ist immer noch dasselbe Level dann. Kommt die Wahnsinn. Au, 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 au. Warte. Ha? Speiern. Und gucken. Gucken. Speiern, gucken. So, jetzt geht es wieder zurück zu dem Hebel von vorhin. Klettere dort an der Wand hinauf. Nach einiger Zeit dreht sich Laura um. Dann hangelst du direkt nach links zu dem kleinen Vorsprung weiter. Nach links zu dem kleinen Vorsprung weiter. Ah, ah. Ah ja. Oh, warte. Warte. Ah, ah, ja, 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 ja. Da geht's jetzt über Kopf. Oh nee. Warte, 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 warte. Jetzt müssen wir erst Pause machen. Warte. So. Jetzt machen wir Pause. Warte. Speichern. Jetzt gehen wir mal rauf. So, jetzt warte. So, jetzt hangelt die über Kopf wieder. Warte. Ah, nee, da wird einem schlecht. Vom Hinschauen. Da wird einem vom Zuschauen schlecht. Nach links zu dem kleinen Vorsprung weiter. Ach, komm. Links zu dem. Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht abstürzt. Ah, Vorsprung weiter. Ah, komm, 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 komm. Ja, das war klar. Da musst du jetzt, da kannst du jetzt 3 Jahre brauchen. Na komm. Da, das weiß ich. Ja, 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 ja. Ich hole gleich den Flight Sheet wieder raus hier. Nach links zu dem kleinen Vorsprung weiter. Wenn man da jetzt nicht richtig lenkt, dann ist Ende. Und schnell muss es auch noch gehen. Da kriegst du vom Zuschauen schon Panik. Das machen wir jetzt noch, komm. Ah, die hangelt wieder. Wo sie. Ach komm. Nee, ach komm. Ah. Das glaubt mir keine Sau. Und dann sind wir immer noch nicht oben. Das müssen wir jetzt noch schnell machen, komm. Weil dann kommt Phase 2 mit dem Obscura, da wo sich. Wo die Spielewelt zwar verzweifelt. Wegen dem blöden. Jetzt komm, komm. Ha! Ich hab's. Gut. Warte. Anschließend wird es schwierig. Du musst nun wieder ein Stückchen zurückhangeln und dann in Richtung Mitte der Halle und hinauf, wo sich Laura wieder umdreht und nicht aufklettert. Gefeiert haben wir, gell? Mitte der Halle. Jetzt machen wir es mal.
Mitte der Halle. Wo ist denn die Mitte der Halle? Ach komm, da bin ich ja jetzt schon wieder. Kleines Stück zurück und da Mitte der Halle. Ah komm. Nee, ich mag nicht mehr. Wo ist denn die Drecksmitte der Halle? Da jetzt rauf, oder? Ach komm. Schafft man nie. Aber man muss ja mal wissen, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Jetzt sind wir schon wieder tot. Ah nee. Man sieht auch nichts. Die hängt sich nicht mal hin. Da geht's nicht drauf, oder? Wo geht's denn da rauf? Ich mag nicht mehr, komm. Du musst nun wieder ein Stückchen zurückhangeln. Und dann in Richtung Mitte der Halle und hinauf, wo sich Laura wieder umdreht. Ach komm. Das mag ich. Mach ich jetzt nicht mehr. Da. Da jetzt. Da komme ich nie rauf. Da. Nee. Mag ich nicht mehr. Gut, Freunde, du kannst mir jetzt noch eine Stunde zuschauen oder abschalten. Ist mir wurscht, ich muss da rauf. Kleines Stückchen zurück. Dann in die Mitte der Halle. Die dreht sich nicht, die dreht sich. Ach, leck mich doch, entschuldige. Die dreht sich. Müsste da rauf gehen, oder? Da. Ja. Geh rauf. Und wenn wir oben sind, kann man rückwärts abspringen. Warte. Vielleicht schaffen wir das noch. Jetzt rückwärts abspringen. Gespringen. Ah. Sie ist. Ah. 5. F5. Also normalerweise müsstest du jetzt dann links, da, hier nach links hangeln, aber wenn das, da reicht meistens die Zeit nicht mehr. Wenn du oben bist, kannst du auch einfach rückwärts abspringen. And now, Freunde. Geht's da rein? Oder? Speichern. Sorte. Pass auf. Wenn du ganz oben gehangelt bist, brauchst du nicht nach links hangeln, sondern kannst gleich rückwärts abspringen. Geh nun durch die automatische Tür und weiter bis eine. Oh oh. So, Freunde. Jetzt speichern wir. Jetzt kommt der Obscura. Das machen wir im nächsten Video. Der Drecks Obscura. Oh nee. Gespeichert haben wir, gell? Warte, ich gehe nur mal schnell rein, der kommt jetzt, oder? Das machen wir im nächsten Video. Schauen wir bloß mal schnell, gell? Das kommt jetzt sehr obskura. Ja. Ah, oh, mit dem Drecksding. Gut, Freunde, das machen wir heute nicht mehr. Das Bild müssen wir nehmen da. Oh nee. Kann man uns noch schnell anschauen. Ultra Vigilis Umbram, Ecke Veritas. Sehe die Wahrheit durch den Geist des Hüters. Jetzt kommt der Idiot. Da muss ich schnell ducken. Genau. Das machen wir aber im nächsten. So, Freunde. Okay, danke fürs Zuschauen. Und das machen, jetzt kommt die schöne Szene mit dem. Machen wir im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.